So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute, ja, hat der Tag bzw. der Dow und der DAX konnte weiter nachgeben, also wie gewünscht, die Dow-Position. Aber heute wird es dann eben eher darauf rauslaufen, weil eben die Frage war, was das mit ja, Schlusskursbasis dann mit manchen Setups auf sich hat oder wie ich auch zu manchen Setups komme. Natürlich gibt es absolut unterschiedliche Meinungen und natürlich auch Methoden, wie man auf Kursziele kommt, etc. oder sonstige Sachen. Ich versuche hier in den Videos möglichst natürlich Setups vorzustellen oder beziehungsweise es war, seit ich bei Gottmodem bin, die Prämisse, dass alle Setups vorzeitig und auch nachhandelbar sind. Nur sollte man natürlich, sollte es eigentlich nur eine Idee auch sein, ja, und nicht, dass es dann eins zu eins eben komplett umgesetzt ist. Man kann es so umsetzen, aber es sind natürlich auch überhaupt, wenn ich ab und zu Schlusskursbasis angebe, die Stops sind natürlich auch größere Risiken drinnen. Aber da meine Analysemethode hauptsächlich auf Schlusskursbasis, also egal ob jetzt Periode, Stunde, Tag oder sonst wo aufgebaut ist, ist es eben, ja, gebe ich es eben auch öfters an. Zwar will ich es nicht, weil es eben auch zu, ja, das ist, manche Setups macht es auch eben komplizierter, aber oft ist es eben auch nötig. So, das war jetzt kurz ein Vorwort. Dann schauen wir eben auch gerade jetzt auf den Dow Jones an. Hier läuft ja ein Setup, ein Short Setup, was im Endeffekt jetzt ja, kurzzeitig nicht anlief, aber auch nicht groß ins Minus lief. Es war natürlich auch antizyklisch. Genau den Umkehrpunkt ist natürlich schwierig vorhersehbar oder beziehungsweise auch vorhersehbar. Deshalb musste da der Stopp eben auch weiter weg liegen. Man will ja nicht rein und sofort wieder raus oder ausgestoppt sein, ja. Hier habe ich jetzt eben zwei Kursziele genannt, ja, wobei das erste wahrscheinlich, ja, die erste Teilgewinnsicherung auch ein Stück höher noch passieren könnte. Also mit Eröffnung des US-Marktes muss man sehen, wo sich dann der Dow Jones sich bewegt. Es kann auch ein Stück höher sein. Also rund 100 Punkte will ich hier sichern und deshalb kann es auch sein, dass ich dann, wenn jetzt hier der Markt nach oben gehen sollte, jedenfalls einfach das Setup nicht mehr ins Minus rutscht, wird es hier verkauft, der Stopp wird runtergelegt, dann eben direkt auf das Hoch, dann besteht hier noch ein Risiko rund von, ja, 70 Punkten, man hat aber dann 100 Punkte eingefahren. Wenn man das, die Position dann so teilt, kommt man definitiv nicht mehr ins Minus. Ja, der Stopp ist dann auch direkt aktiv. Und dann kann man auch gemütlich eventuell noch zuschauen, wie der Gewinn für die andere Position steigt. Aber wie gesagt, das ist dann einfach für einen oder beziehungsweise eben auch für mich als Trader besser. Man weiß, die Position kann nicht mehr ins Minus rutschen. Deswegen auch Teilverkäufe. Im DAX wurde ja keine Position eingenommen. Es hatte verschiedene Gründe auch. Eins war natürlich auch der Terroranschlag. Aber hier liegt jetzt der DAX bei 9.900 Punkten. Kann hier nochmal, ja, 40, 50 Punkte nach unten wandern. Muss aber nicht, vielleicht nur kurz unter die 9.900 Punkte-Marke ditchen und dann eben nach oben abprallen. Deswegen werde ich vermutlich hier jetzt nach dem Video auch eine Teilgewinnsicherung an der Dow Jones Position nehmen. Muss nicht. Wie man sieht, ist natürlich der Dow Jones komplett überkauft. Und hat natürlich sowieso ein Potenzial, diese untere Linie eben nochmals zu touchieren. Also der Anfangsgedanke war natürlich ein Abdriften auf die 17.200 Punkte Marke etwa rund oder 250.
Das war es jetzt hier von den Setups in den Indizes. Hier wird auch ein Teileinstieg erfolgen im australischen Dollar, US-Dollar. Im Prinzip auf dem aktuellen Niveau, und ein Limit wird rund 100 Pips weiter unten stattfinden, damit man hier womöglich ja so eine ein Zwischending halt bekommt. Aber da läuft noch nichts. So, dann eben zu Silber kam die Frage, ja, Schlusskursbasis. Hier ist es jetzt eben schon ein bisschen schwierig, und was ich eben am Anfang gesagt habe, ist ja auch nur ein Hinweis oder ja ein Hinweis, dass es eben, dass ich eben so handeln würde oder ich auch so handle. Jeder muss eben selber eine Methode für sich entwickelt haben, was das Beste ist. Hier ist es auf 4-Stunden-Basis angegeben, beziehungsweise auf Tagesbasis. Also für mich einfach klar, wenn diese Marke hier fällt, sieht das Setup einfach nicht mehr toll aus. Ja, man kann auch die Linie ein Stück weiter runterziehen. Alles, was jetzt hier unter 15,10 oder sowas etwa gehandelt wird, ist für mich negativ hier bei Silber. Ob ich jetzt hier ja da richtig liege, wie gesagt, der Kauf war vielleicht ein bisschen zu schnell, aber ich wollte noch vor meinem Urlaub hier noch ein Setup eröffnen, weil es eben ja zigmal so gepasst hat, und wenn es jetzt einmal nicht passen sollte, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Allerdings mit diesem Tief, ja, könnte sich eben jetzt hier die Abwärtsbewegung eben erledigt haben. Man kann auch jetzt den Stopp direkt hier hochsetzen, aber die Gefahr ist natürlich noch da, dass hier noch ein bisschen was fehlt. Ganz sicher ist es nicht. Zu Evotec, ja, werde ich höchstwahrscheinlich beenden. Ist ein kleiner Verlust aufgelaufen. Oder den Stopp dann direkt nachziehen und schauen, was eben der Markt macht. Dann sind hier mit einer Teilposition 20 Cent Verlust aufgelaufen, 8% oder 7% im Wert. Und eben auch nicht dann auf Schlusskursbasis, sondern eben direkt. Bei der Twitter kam die Frage, natürlich kann das hier, ja, keine Ahnung, wo nach unten laufen. Für mich war hier, ist ein schönes mögliches Setup, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ich jetzt nur so angegeben habe, die ich jetzt, die so möglich war. Gehandelt habe ich was anderes, oder der andere Gedanke war einfach, die User-Unterstützung muss halten und eben auf Schlusskursbasis, beziehungsweise womöglich auch eben direkt. Also hier ist jetzt auch natürlich das Risiko war auf rund oder war genau auf einen Dollar eigentlich festgelegt. Mit natürlich mit der Prämisse Schlusskursbasis kann es sich natürlich enorm ausweiten. Ist mir schon auch klar. Deswegen gebe ich es nicht oft an, aber hier war einfach nochmal ein Ditch nach unten möglich. Mal schauen, wo sich eben heute der Kurs auf Schlusskursbasis dann befindet. Und eventuell wird man halt hier auch ausgestoppt. Fresenius, hier ist der Stopp nicht auf Schlusskursbasis, sondern eben direkt schon. Da kann nichts passieren. Und zu Chevron noch. Da wäre ich jetzt heute am heutigen Tag, egal wo der Kurs jetzt hier landet, 90 wird er sicherlich nicht erreichen, 91 oder 91,20, sowas rum, wäre dann ein Ausstieg, oder 91,50. Dann wird da hier das Setup auch beendet, ganz auf die 90er Marke würde ich jetzt hier nicht spekulieren. Zum Gold noch kurz. Sonst habe ich ja alle Setups durch. Das ist ja hier gestern leider eben
Da war eben der Schlusskurs fast identisch mit dem Ausstoppen. Ist noch nach weiter unten gelaufen, der Pfund. Und bei Gold bleibt der in der ersten Kaufzone hängen, der Kurs. Wäre natürlich ideal, wenn es so bleiben würde. Hier würde auch eben zu schnell hier bei 5.225 halt gekauft. Die Kaufzone war aber eben erst ab 1.222 angegeben. Aber es war ja auch, wie gesagt, auch bekannt, dass es weiter nach unten geht. Deswegen sollte man nicht alles hier drauf setzen, dass die erste Zone sowieso hält. Das war's. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können. Natürlich genau meine Analysemethode kann ich sowieso nicht in 5 Minuten preisgeben und ja, ist auch nicht unbedingt meine Aufgabe hier. Danke und bis später.